Und willkommen zurück zu Lasher Suit, Larry Redrim, Stunt nee, Strike Price. Mist, fast falsch gesagt, Alter. Aber was für eine Folge letzten. Ging ja eine halbe Stunde oder so, ne? Voll krank, ey. Ich dachte, wir brechen aus, wir sind aus dem Gefängnis aufgebrochen. Warten, wir können jetzt Part beenden. Aber dann ging die Geschichte weiter. Haben irgendeinen P-Bot entwickelt? Keine Ahnung, was. Womit er zusammenhängt. Ganz merkwürdig auf jeden Fall. Deswegen, und wir haben ja diesen Swingle, oder der Swingle hat gesagt, wir müssen in seine Suite, und da liegt ein Dossier. Aber jetzt müssen wir, jetzt können wir schauen, auch wo vielleicht, im Tresor oder nicht. Abgeschlossen. Und man kann da keinen Code oder sowas eingeben. Okay. Hier unten liegt irgendwas. Massagestab, ja genau, von wegen. Bei den Perversen weiß man ja nie. Dezent und vielseitig. Ein Kissen, Alter. Ja, schönes Kissen. Ein Tentakel. Bäh, ey. Seltsamen Loppen. Seltsamen Loppen, ja. Was denkst du, Alter? Hier oben ist irgendwas. Rot, das Rot hin? Biberstöpsel. Ja, genial. Ich mag Biber. Hier einmal Ranky Hankies. Sie sehen nicht benutzt aus, aber ich gehe auf Nummer sicher und lasse die Finger davon. Okay. Markierungen, Kleiderschrank, Markierungen. Die kann ich nicht mitnehmen. Dann Kleiderschranktür am Aufmachen. Was ist das denn, Alter? Fetischanzug. Alles klar. Da passe ich nicht rein. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Ein Gagball. Warum heißt der denn Gagball? Der ist doch gar nicht witzig. Aber der Witz war jetzt witzig, ey. Ja, machen wir mal wieder zu. Hier ist noch ein Hebel. Scheiße, wo sind wir hier wieder gelandet, ey? Der Swingle ist schon pervers. Ich weiß, ich soll nicht an Hebeln ziehen, von denen ich nicht weiß, was sie anrichten, aber... Ah, solange es kein roter, großer Knopf ist. Ach du Scheiße, Mann, was hast du denn? Erstmal ab 18 die Folge, ja. Jetzt weiß ich wieder, warum ich das nicht tun sollte. Ach du Scheiße, was hast du denn, ey? Was ist der echt, Alter? Swingle Sklave. Mein Freizeitanzug gefällt mir entschieden besser. Den fasse ich nicht an. Okay. Ah, das hier wollte ich mitnehmen. Umschnalldildo. Nimm mit. Kannst immer gut gebrauchen. Schon praktisch, wenn man sowas einfach wieder abnehmen kann. Ja, ne, stimmt. Okay, das war's dann hier auch schon. Wir haben jetzt 6 Sachen hier, okay. Aber hier rechts habe ich noch was gesehen, das Telefon nämlich. Okay, was soll ich wählen? Irgendeine Nummer. 3, was? Nase, okay. 5. Ah, nehmen wir das hier. Geht keiner ran? Was sind das auch für Nummern, Alter? Ja, das ist die P-Nummer. Genial. Die meisten Zahlen sind hier mit 1, 2, 3, 4, 5, ne? Dann nehmen wir mal die kleine 1, 3, 3, 7. Nee, kann gar nix. Als ob wir jetzt die richtige herausfinden müssen. Geht kein. Okay. Oder sind das alles noch Fake-Nummern? 911. Nee, die sollten wir lieber nicht anrufen. 420. Ja, Mann. Wieder als nur die Ziffern 1 bis 5. Nee, funktioniert hier nicht. Aber wir probieren einfach mal kurz aus. Kann man nicht einfach eine einzelne Zahlenreihenfolge eintippen? Schuh. Vielleicht ist das ja richtig. Hallo, Dr. Schuh? Dr. Schuh. Keiner dran. Kein Anschluss unter diese Nummer. Please was.
Aber der war voll. Sakrileg! Was labert der? Geht keiner ran. Okay. Machen wir wirklich. Sind wir wieder hier? Ja, die waren doch so. Ey, das macht keinen Sinn. Alles noch Fake-Dinger, glaube ich. Ich mache mal den. Drück mal den Hebel, Alter. Stört mich irgendwie. Verschwinde, Sklave. Und jetzt wird einfach wieder hell. Was ist das hier? Markierungen. Das scheint eine Größenskala zu sein. Ja, hier sehen wir aber 1, 2, 3, 4, 5. Hier. Rosa, grün, weiß, schwarz, rot. Die kann ich nicht mitnehmen. Das scheint eine Größenskala. Aber wofür? Können wir hier rausgehen? Wir können noch nicht gehen. Wir müssen erst Zwingles Dossier finden. Aber wir müssen das immer finden. Bitte such ja. einfach dieses Dossier und lass uns hier verschwinden. Warum? Können wir irgendwas so zusammenbasteln? Das da rein irgendwie. Die beiden Sachen. Das lässt sich. Als ob das. Das hilft mir nicht. Nix geht. Die beiden Sachen. Okay. Dann muss ich mal, glaube ich, nachschauen, bevor wir hier genug Zeit verlieren. Aber bis gleich. Ah! Darauf wäre ich, glaube ich, nie gekommen, Alter. Diese Farben haben doch hier was zu bedeuten. Nämlich haben wir hier die ganzen Sachen eingesammelt. Zum Beispiel den grünen Tentakel stellen wir hier hin, wo auch grün ist. Ist genial. Den schwarzen, da wo schwarz ist. Nein, nicht da. Das ist ja genial, Alter. Der weiße hier. Das Gerät. Den Stöpsel. Hier beim rosanen. Und beim roten den Ball sogar. Das ist ja geniales Rätsel, Alter. Und dann sehen wir hier die Zahl: 2, 3, 4, 5 und 1. Und diese müssen wir jetzt ins Telefon eintippen. Okay, was? 2. Hier, und da ist sie schon. 2, 3, 4, 5, 1. Die war vorher nämlich nicht da. Das hat den Safe entriegelt. Oh, sehr schön. Dann gehen wir hier zurück. Ich bin gespannt, was in Swingles Dossier steht. Schau mal hier, Pi. Das muss das Dossier sein, von dem Swingle erzählt hat. Gut, nehmt einfach mit. Igitt. Es ist irgendwie klebrig. Yeah. Fass es nur mit spitzen Fingern an. Ich will mir gar nicht vorstellen, welche Krankheiten du dir damit einfängst. Lass es mich lieber für dich einscannen. Ich nehme alles daraus in meine Datenbank auf. Dann kann ich dir immer die Informationen geben, sobald du sie drauf brauchst. Ist, dann ja. Halt mich gerne. Nur nicht zu nah ran. Bäh. Alles klar. Gerade ganz nah, Alter. So, ich habe alles. Das ganze Dossier. Das war doch voll dick. Was ist denn alles in diesem Dossier? Okay, Swingle war wirklich fleißig. Das sind Kopien von historischen Dokumenten von der Mannschaft, die den Archipel entdeckt hat. Tagebucheinträge und Briefe, das Logbuch des Kapitäns, ein paar ziemlich verwirrte Notizen und Swingle hat auch Anmerkungen eingetragen. Die Besatzung dieses Schiffes hat tatsächlich diese Höhle des kosmischen Wissens betreten, die Swingle erwähnt hat. Um sie zu öffnen, war ein Schlüsselstein nötig, den sie gefunden haben. Der Stelle sind die Aufzeichnungen etwas durcheinander. Sie haben wohl tatsächlich viel über sich selbst erfahren, aber bei einigen war das wohl unschön. Was sie jedenfalls erfahren haben, hat sie dazu gebracht, den Schlüsselstein in vier Teile zu zerbrechen. In vier Teile? Kapitän Muffington, Reginald Cockburn, Lady Gobbledick und der Marquis de Connard. Sie alle haben einen Teil behalten. Den Weg zur Höhle haben sie unkenntlich gemacht, damit sie niemand jemals wieder betritt. Aber Muffington ist auch das die Insel, nach einem ne? Job für Larry Leffer. Was wurde aus ihnen? Sie sind alle unter mysteriösen Umständen gestorben. Als ob, Alter, wie krank. Erzähl mir was über den Kapitän. Erzähl mir was über den Kapitän. Muffington hat sich zunächst auf eine der Inseln niedergelassen. Ja. Diese ist heute noch nach ihm benannt. Da waren wir vorhin. Aber was auch immer er in der Höhle über sich gelernt hat. Eines Nachts hat er es nicht mehr ausgehalten.
Er versuchte mit einer kleinen Crew, die Unsatisfied, aus dem Archipel zu segeln. Aber gewaltige Wellen schlugen sein Schiff gegen die Felsen. Einer dieser Felsen war der sagenumwobene Penisfelsen, der heute noch als Fruchtbarkeitssymbol verehrt wird. Also ist sein Teil des Schlüsselsteins vermutlich dort mit ihm gesunken. Vermutlich. Gesunken, schreibe ich mal auf. So, mal weiter. Cockburn. Erstmal kurz kleine Notizen, Leute. Sind immer wichtig. Was weißt du über Cockburn? Reginald Cockburn hat mit Lady Gobbledick eine Familie gegründet. Oh, das ist interessant. Seine Tochter hat später den Namen Marley angenommen. Dick. Moment. Marley? So heißt doch Bobby. Ich sollte sie danach fragen. Marley, Cockburn hat also glücklich bis ans Ende seiner Tage gelebt? Er ist durch Sexsucht an einer gebrochenen Hüfte gestorben. Sag ich doch. Ach, was für ein Leben. Sehr glücklich. Hast du mir zugehört? Alter. Du stellst Sexsucht gerade irgendwie negativ dar. Mal, jede Sucht ist schlimm. Egal. Jedenfalls wurde er auf Muffington Island begraben. Wahrscheinlich mit seinem Schlüsselstein. Muffington Island. Schalt mal auf. Lady Gobbledick. Was ist mit Lady Gobbledick passiert? Sie ist auf mysteriöse Weise erstickt. Über sie sind kaum Informationen erhalten, außer dass sie mit Cockburn gelebt hat. Hier ist noch ein Tagebucheintrag von ihm. Das Grab meiner verehrten Lady Gobbledick darf von niemandem gefunden werden. Die dunkle Wahrheit darf niemals ans Licht kommen. Nur ich kenne den Weg zu ihrem Grab. Er beginnt auf... Da endet der Eintrag. Es fehlt offenbar die zweite Seite. Ich muss diese zweite Seite finden, um zu Lady Gobbledicks Grab zu gelangen und mehr über ihren Schlüsselstein herauszufinden. Auf, okay. Und Nummer 4 haben wir einmal Marquis. Wir fragen gleich auf jeden Fall Bobby. Was wurde aus dem Marquis? Der Marquis hat nicht verkraftet, was er in der Höhle über sich gelernt hat. Er hat sich in den Vulkan von Kalaua gestürzt. Vulkan? Ups. Das heißt, es gibt keine Spur von seinem Schlüsselstein. Vielleicht ist er zusammen mit dem Typen geschmolzen. Das wäre nicht so schön. Beim Vulkan nach Spuren suchen. Auf jeden Fall, da muss man auch den hingehen. Ich habe also 4 Schlüsselsteine zu suchen. Und natürlich die Höhle des kosmischen Wissens selbst zu lokalisieren. Stehen im Dossier noch Informationen, wo sie sein könnte? Es deutet einiges auf Gofuku Island hin. Swingle hat sogar ein paar Koordinaten eingetragen, wo er die Höhle vermutet. Aber selbst wenn du die Höhle und alle 4 Teile des Schlüsselsteins gefunden hast, gibt es immer noch ein Problem. Die wir da gesehen haben. Sexy für Heim, der Akku ist bald leer. Ich muss die Doppel bemeistern. Dein Akku ist bald. Nein, du musst Faith dazu bringen, mit dir in diese Höhle zu gehen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin, glaube ich. Du meinst, ich muss die gefährlichen bewaffneten Kannibalespen austricksen, um eine Audienz bei ihrer Königin zu bekommen, die Gedächtnisverlust hat und mich braten will? Genau. So gut wie erledigt. Und ich weiß nicht, Larry, ob das überhaupt eine gute Idee ist. Was diese Leute damals in der Höhle über sich erfahren haben. Einige hat es in den Wahnsinn getrieben. Wer weiß, was mit Faith in dieser Höhle passiert. Oder mit dir. Kosmisches Wissen. Selbsterkenntnis. Endlose Genüsse. Diese Höhle könnte auch gefährlich sein. Wir haben keine Wahl, Pi. Faith ist sowieso verwirrt und hat Gedächtnisverlust. Vielleicht verpasst die Höhle ihrem Verstand einen Schubs in die richtige Richtung. Ja, das wäre natürlich genial. Und wenn gleichzeitig ich zu einem sexsüchtigen Perversen werde... Oh, ja, genau. Würde sich ja nichts ändern. Hey, ich wollte sagen, dann werde ich damit leben müssen. Bis du an einer gebrochenen Hüfte stirbst oder dich in einen Vulkan wirfst. Ja, dann über den Vulkan. Keine Sorge, habe ich alles in deine App eingetragen. Okay, das, ich habe mir auch was notiert. Brauche ich deine App nicht. So, aber hier unten ist noch was Komisches. Ist mir eben schon ganz aufblast-Typ. Was? Ah, oh, Swingle, du Perverse. Was für ein aufgeblasener Typ. Also jetzt gerade nicht. Eher generell. Ah, oh, Swingles Buch haben wir jetzt dabei. Aber können wir jetzt endlich wieder zurückgehen? Schön. Erstmal nach Bobby, ne? Wegen Cockburn. Schauen wir mal, was sie dazu sagt. Dann müssen wir hier einzelne Stücke des Steins finden. Interessant, ey. Also es war ein ganzer, der wurde gefallen. Mal alles so merkwürdig hier. Mit wem werden wir anfangen? Also wir schauen mal auf Cockburn. Wegen Bobby Marley. Reginald Cockburn ist dein Vorfahre? Reginald Cockburn ist dein Vorfahre? Stimmt. Wie hast du das denn rausgefunden?
Er trägt sein Gehirn in der Tasche mit sich rum, Schwester. Ja, war er. Nicht unbedingt ein Höhepunkt meines Stammbaums. Der Stein unten im Foyer stammt von ihm? Welcher Stein? Larry, das muss einer der Schlüsselsteine sein. Ach, das ist auf diesen komischen Tisch, glaube ich, ne? Kann ich den Stein aus dem Foyer haben? Der ist echt hübsch. Ich würde ihn nur aus der Hand geben, wenn ich im Gegenzug ein anderes Andenken an Reginald Cockburn erhalte. Vielleicht seinen legendären Siegelring. Der hat angeblich ganz außergewöhnliche Kräfte. Siegelring. Okay. Kannst du mir noch irgendwas über Reginald Cockburn sagen? Es ist nicht ganz so viel über ihn erhalten oder berichtet worden. Er war schwer in Lady Gobbledick verliebt und hat ein ereignisloses Leben geführt. Ja. Ich habe mal versucht, sein angebliches Motto als Slogan für Kalauer zu promoten, aber das hat keine Resonanz ausgelöst. Da habe ich es sein lassen. Wie lautete es denn? Was sich bewegt, kann man auch vögeln. Nettes Motto, aber ein schlechter Slogan. Oh, eben. Na? Du siehst so aus, als wolltest du wieder meine Liebesgrotte erkunden. Wobei, eigentlich siehst du immer so aus. Das heißt also nein. Danke. Für den Moment bin ich zufrieden. Ich aber nicht. Dein Problem. Dein Problem, genial. Wo finde ich die Höhle des... Wo finde ich die Höhle des kosmischen Wissens? So genau weiß das niemand. Der Legende zufolge irgendwo auf Gofuku Island. Ja, das habe ich habe die Touristen dann immer dort auf die Insel geschleppt, um ihnen die Überreste der Hochkultur zu zeigen. Die paar Steinköpfe. Das hat sie ziemlich wenig beeindruckt. Deswegen lasse ich das inzwischen. Aber wenn dort Spuren einer Hochkultur sind... Ich nenne es Hochkultur, weil wir hier sonst nichts haben. Es sieht für mich eher so aus, als wäre vor langer Zeit irgendein Völkchen hier angeschwemmt worden, das die einheimischen Pilze nicht vertragen und komisches Zeug gebaut hat. Und die Gründungsväter waren wohl auch nicht freiwillig hier, sondern sind hier schiffbrüchig geworden. Irgendwie sind ziemlich viele Leute so auf diesem Archipel. Ja, ne? Bei der Höhle auf Gofuku sind jetzt noch ein paar von den Typen, die wegen des Festivals hergekommen sind. Sollen sie ruhig, solange sie nichts kaputt machen. Ach, das war's. Da sind da welche. Naja, geht das hin, aber gleich kann ich mir so erzählen, das meine ich den Behörden. Rein kaufmännisch ergibt das Sinn. Sag ich doch. Natürlich achte ich darauf, dass nicht so viele Leute verschwinden. Niemand hier möchte, dass das auffällt. Niemand. Ich habe schon verstanden. Uns ist es aufgefallen. Sorry. Weißt du eigentlich, dass es hier Kannibalinnen gibt? Natürlich. Und das macht dir keine Angst? Ich achte natürlich darauf, dass sie keine Gäste entführen, die besonders zahlungsfähig sind. Aber ich sage mal, wenn jemand deutlich im Rückstand ist... Sie braucht keine Angst haben, sie ist ja eine Frau. Aber sind Geizkragen nicht besonders zäh? Ich esse sie ja nicht passt selbst. Halt perfekt zu mich haben. Hast du aber vernascht. Natürlich achte ich darauf, dass nicht so viele Leute Niemand hier möchte. Niemand. Hä? Ich habe. Achso. Ist der Vulkan eigentlich noch aktiv? Der ist sogar ziemlich aktiv. Deswegen geht dort niemand hin. Natürlich sehen einige durchgeknallte Abenteurer das als besonders große Herausforderung. Aber das ist dann das Problem der Lava, nicht meins. Ja, das stimmt, ja. Wo ist denn hier eine Insel mit einem besonders gefährlichen Riff? Wenn ich dir das sage, fühlst du dich herausgefordert, dorthin zu fahren? Vielleicht. Also sagst du nichts. Mit deinem sogenannten Floß? Dann sage ich es dir besser nicht. Sonst habe ich dich auf dem Gewissen. Und dann hast du ein schlechtes Gewissen. Aber vielleicht will dann eine andere Frau mit mir Sex haben. Wenn sie sonst nichts griffbereit hat? Ja, genial. Okay, schauen wir kurz, ob hier irgendwas ist. Nee. Ja, interessante Sachen schon mal erfahren, ey. Aber gehen wir mal runter zu. Nee, Swingle Suite nicht nochmal. In die Lobby. Da soll dieser eine Stein von Cockburn liegen. Ich glaube, in dieser Vitrine war das doch, da unten. Auf diesem komischen Tisch. Dam, 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 dam. Am Anfang haben wir schon heraus, oder in der ersten, in der dritten Folge, glaube ich, war es, den Hotel angekommen sind. Hier dieses Ding. Sieht echt komisch aus, ne? Ganz krumm. Da müsste ich erst das Schloss aufbekommen. Auf jeden Fall sind das hier diese vier Gründungsväter. Mit einer sie, ne? Das ist dann Lady Gobbledick. Sieht stabil aus. Okay.
Okay, machen wir das Schloss auf. Mann, der Typ ist hier weg. Bringt auch nichts. Der Typ ist hier weg. Der Louis. Da fragen wir mal Kip. Vielleicht weiß der ja, wo der Schlüssel ist. Sag mir über die andere Insel. Was kannst du mir über die anderen Inseln des Archipels erzählen? Da wäre Muffington Island, aber von dort würde ich mich fernhalten. Warum? Von dort ist noch nie jemand zurückgekehrt. Guter Grund. Dann ja, gibt ne? es Gofuku Island. Die ist total langweilig. Da sind nur so alte Statuen, komische Zeichen, viel Nebel und Geheimnisse und so. Geheimnisse. Wer will denn sowas? Eben, Alter. Und fahr am besten auch nicht nach Fallos Rock. Da sinken Fallos Schiffe Rock. Andauernd. Warum heißt die Insel so? Da ist so ein Fels. Und ich sag mal, der sieht nicht wie ein Unterarm aus. Bleib locker. Immer. Voll interessant jetzt, ey. Ich bin irgendwie sprachlos gerade so. Am Nachdenken, was uns so. Okay, Leute. Ach, da ist er. Jetzt wird gelacht. Danke, ihr seid ein wunderbares Publikum. Keiner ist halt hier. Schade, dass ihr nicht hier seid. Ja. Von dir da hinten abgesehen. Wie heißt du denn? Larry. Larry Leffer. So siehst du auch aus. Du siehst heute aus gibt's wie Larry. Einen Knaller nach dem anderen. Okay, dann fangen wir an. Die Premiere meiner neuen Bühnenshow mit exklusivem neuen Material, das auf keiner Bühne der Welt bisher zu hören war. Ui. Okay, dann fangen wir an. Ein Ork, ein Troll und ein Mandalorianer kommen in eine Bar. Ein Brötchen hier. Sagt der Mandalorianer, ich würfel eine 7. Fällt der Ork tot um. Sagt der Mandalorianer, hey, ich hab doch gar nicht zuerst geschossen. Voll schlecht. Okay, funktioniert eher so mittel. Voll schlecht, Alter. Komm, wir hauen ab, Alter. So dumm, was er labert. So. Also Bobby will noch irgendwas anderes von Cockburn haben. Ein anderes. Was ist das denn? Ey, wer ist das denn? Warte mal. Jo, der Dip ist weg. Okay, alles klar. Aufblaskrokodil. Ich wollte schon immer ein Aufblaskrokodil in der Hose haben. Bobby will irgendein anderes Andenken von der Cockburn, damit wir unten diesen Stein bekommen. So, dann haben wir hier noch irgendwas. Ein Energy Drink. Coole dann Sache. Stecke ich den. Gönn dir einen. Becky ist weg. Ganz plötzlich. So, schauen wir kurz auf die Zeit. Und dann, ja, dann beenden wir auch erstmal für heute. Hoffentlich hattet ihr Spaß. Wir haben ein paar Hinweise erfahren, dass dieser Schlüsselstein in 4 Teile zersprungen oder zerteilt worden ist. Dass alle irgendwie nach diesem, dann nehmen sie die Höhle des Wissens betreten haben, dass sie sich dann gedacht haben, okay, ich will doch lieber sterben oder gestorben sind. Der eine den Vulkan, der andere versunken oder so. Naja, mal schauen, wie das wirklich weitergeht, die Geschichte hier mit zwischen den 4 Leuten. Bin echt gespannt, hoffentlich ihr auch. Und hoffentlich schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Lashes to the Level, Red Beans, Drag Twice. Ich bin euer Torobasti. Bis dahin, bleibt fit im Chat und ciao.